Hallo zusammen, ich habe hier einen Mercedes Vito, Westfalia-Ausbau, und hier unten haben wir eine neue Batterie eingesetzt und noch ein paar andere Sachen. Wir sehen hier den Sitz. Der Sitz, der liegt jetzt noch hier hinten. Unterm Sitz haben wir eine 100 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie eingesetzt. Wir sehen auch hier das App. Das bringt jetzt 0,61 Ampere. Und die Batterie ist liegend montiert. Wir haben hier noch die Nummer, wo man einloggen kann. Auch hier. Und hier unten haben wir zwei Schrauben. Und mit diesen Schrauben ist die ganze Batterie nach hinten geklemmt. Also die sitzt bombenfest. Also ich kann nicht wackeln. Und hier seht ihr den Winkel, der original hier unten drin ist. Also den ganzen Sitz demontieren. Den Winkel, der ist original aufgepunktet. Alle Punktlöcher rausbohren und rausreißen. Und hier mussten wir verlängern, dass wir hier die Batterie reinbekommen. Dieser Solarregler China Direct, wie wir den nennen bei uns, den haben wir beim Lagershop. Aber der Kunde hat den dahergeschleift. Und hier haben wir eine Steckdose montiert. Und wenn ich jetzt wieder das App nehme, wir haben 0,6. Wir sehen jetzt hier, hier hinten ist dieser Stecker dran. Und dann haben wir einen Stromverbrauch von 0. Und wenn wir den wieder einstecken, dann haben wir theoretisch eine Leistung von 0,6 Ampere. Und das dann pro Stunde wäre die Kapazität. Hier ist ein langes Kabel und da an der Wand steht, bei diesem schönen Wetter hier, kann man nicht vergleichen, ein Solarpanel. Bei Sonne wird das dann wesentlich mehr bringen. Ja, der Aufwand für diese Arbeit liegt zwei Mann etwa bei 3,5 Stunden. Ja, das ist es von diesem Mercedes Vito. Also hier eine 100 Ampere Batterie reinzusetzen. Original ist eine 95er drin. So habe ich die doppelte Kapazität oder nutzbare Kapazität mit dem Solarregler und dem Solarkabel, also extern zum Montieren, hier mit 10 Meter Leitung dran. Frei für einen Camper. Ja, ich wünsche euch, ich mache euch hier einen Link über diese Batterie und hier einen Link über so ein flexibles Solarpanel, und ich wünsche euch einen schönen Tag.